In diesem Video erkläre ich den Hitler-Stalin-Pakt. Der Hitler-Stalin-Pakt wurde am 24. August 1939 zwischen der UdSSR und dem Deutschen Reich geschlossen. Joachim von Ribbentrop, der deutsche Reichsaußenminister, und der Russe Molotow, der für auswärtige Angelegenheiten zuständig war, führten die Verhandlungen. Der Vertrag von Rapallo sowie der Berliner Vertrag waren diesem Pakt vorausgegangen. Inhalte des Paktes war die Zusicherung von russischer Seite, Deutschland bei einem Polenfeldzug gewähren zu lassen. Im Gegenzug erlaubte Deutschland der Sowjetunion, sich seine verlorenen Gebiete wieder zurückzuerobern. Stalin hoffte durch diesen Pakt erst einmal sicher vor Deutschland zu sein. Er wollte den Zeitgewinn nutzen, um aufzurüsten. Außerdem schlossen die zwei europäischen Großmächte ein geheimes Zusatzprotokoll ab, in dem sie ihre Interessenssphären in Europa erklärten. Nicht nur Deutschland wollte Gebiete erobern, auch die Sowjetunion wollte seine Macht ausdehnen. Verhandlungen. Während der Verhandlungen mit Deutschland führten die sowjetischen Vertreter auch Verhandlungen mit England und Frankreich. Der Nichteingriffspakt war der Sowjetunion wichtig. Man brach nach der Vereinbarung mit Deutschland die Verhandlungen mit England um ein Bündnis ab. Kurz bevor der Hitler-Stalin-Pakt geschlossen wurde, wurde am 19. August 1939 ein deutsch-sowjetischer Wirtschaftsvertrag geschlossen. Dieser beinhaltete Rohstofflieferungen von der Sowjetunion nach Deutschland. Im Gegenzug bot man den Sowjets einen Kredit in Höhe von 200 Milliarden Reichsmark an. Durch diese wertvollen Rohstofflieferungen würde Deutschland im Falle einer Seeblockade durch Großbritannien keinen allzu großen Schaden nehmen. Ein besonderer Inhalt stellte das geheime Zusatzprotokoll dar. Ribbentrop reiste am 23. August 1939 nach Moskau, um die letzten Unklarheiten zu klären. Beide Seiten erhofften sich viel durch den Vertragsabschluss. Dies geschah allerdings ganz auf polnische Kosten. Folgen des Paktes Deutschland. Letztendlich hört es sich seltsam an, wenn man sagt, dass die Sowjets Deutschland Rohstoffe lieferten und nur 2 Jahre später deutsche Soldaten in die Sowjetunion eindrangen. Aber so war es letztendlich gewesen. Hitler wollte die Kommunisten auslöschen und ihre Ideologie beseitigen. Zunächst einmal wollte sich aber einmal Polen unter den Nagel reißen. Adolf Hitler vertrat die Meinung, dass es zu keinen größeren militärischen Aktionen von Seiten der Westmächte kommen würde. Sowjetunion. Die Sowjetunion konnte durch den Pakt mit Deutschland Zeit gewinnen, um aufzurüsten. Zusätzlich grenzte man seine Interessenssphären mit Deutschland ab. Man wollte seine Macht und seinen Einflussbereich ausdehnen, zum Beispiel auf Finnland und Polen. Hinzu kommt, dass durch den Pakt keine westliche Achse gegen den Kommunismus hätte entstehen können. Stalin sah den Pakt außerdem als Vorteil an, da er erkannte, dass durch einen deutschen Polenfeldzug Frankreich und England früher oder später eingreifen würden. Die Sowjetunion würde davon profitieren, wenn sich die anderen europäischen Großmächte militärisch schwächen würden.